Anne Gabius, der deutsche Rekordhattler im Marathon, ist jetzt in Frankfurt, viele hinter sich und seiner Frau in den letzten zwei Tagen. Aber morgen wird er beim Hannover Frankfurt Marathon dabei sein. Anne, ja. Wie geht es der Familie jetzt zu dritt? Gut, gut. Ja. War eine erste ruhige Nacht zu Hause. Ich glaube, der Kleine hat mal um 6 Uhr ein bisschen gebrüllt. Das habe ich dann im Nebenzimmer gehört. Aber der geht es wunderbar. Frau und Kind sind wohlauf. Okay, jetzt haben wir drei in der Familie Gabius, Friedrich Bosse, den Ankömmling. Wie ist dein Training gegangen, also im Anlauf zu Frankfurt? Wunderbar. Also meine Frau ist ja im Mutterschutz gewesen. Zusammen mit dem Resturlaub war sie halt die letzten 8 Wochen zu Hause. Da konnte sie mich nicht mit dem Fahrrad begleiten. Auch die 46 Kilometer, die ich noch vor 3 Wochen gemacht habe, ist sie komplett mit dem Fahrrad mitgefahren. Ich war auch bei Tempoeinheiten dabei. Es war halt wunderbar, meine Begleitung zu haben. Sonst hätte ich das alles alleine machen müssen. Und jetzt mit der Geburt, das hat auch wunderbar gepasst, dass das halt ein paar Tage vorher war. Es war sogar so getimt, dass ich meine Saltin-Diät, am Dienstag habe ich die beendet, habe nochmal eine Belastung gesetzt. Seitdem konnte ich dann sehr viel essen und dann halt in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ins Krankenhaus. Und das war wunderbar, da passiert auch im Training nichts. Ich habe dann Donnerstag nicht trainiert. Aber das mache ich häufig, dass ich in der Wettkampfwoche mal einen Tag nicht trainiere. Es ist dann meistens auch wirklich der Donnerstag, wenn ich hier nach Frankfurt anreise mit den Presseterminen, dann lasse ich halt auch das Training da mal weg, weil ein Tag Pause tut den Muskeln sehr gut. Und im Vergleich mit vor 2 Jahren, da war dein Triumph in der Festhalle in Frankfurt, 2:08:33, deutscher Rekord, also welche Errungenschaft. Kannst du das also jetzt vergleichen mit deiner Stimme jetzt? Also jeder Marathon ist immer anders. Wenn man das einfach nur die Daten vergleicht, also vom Training her, muss ich sagen, dass das Training von der Qualität her deutlich besser war. Also gerade die Key Sessions, die Schlüsseleinheiten, die waren deutlich besser. Also 30 Kilometer bin ich in 1:33 gelaufen. Das war 1:40 Minute schneller als vor 2 Jahren. Ich konnte Qualität im Training produzieren. Was mir allerdings fehlte, war halt die Quantität. Also wirklich diese Spitzenwochen mit 250, 230 Kilometer. Die konnte ich halt nicht absolvieren. Aber das ist nicht schlimm, weil 40 Kilometer auch schnell laufen. Ein Marathon ist nur 42 Kilometer lang. In den letzten 2 Jahren hast du die, könnte man sagen, die Kehrseite der Medaille vom Langstreckenlauf erlebt. Es ist ein Klischee zu sagen, du bist stärker dadurch geworden oder ist einfach sagen, ja, das ist Erfahrung. Es ist Erfahrung. Viele haben zu mir gesagt, da muss man durch, dann ist man ein wahrer Athlet, um dann natürlich auch wieder zurückzukommen. Aber eigentlich hätte es nicht sein müssen. Also, wobei diese Verletzungszeit, die hat mir jetzt gezeigt, dass man einfach gelassener an die Sachen rangehen muss. Ich bin auch gelassen. Das sieht man jetzt auch mit der Geburt. Das hätte vielleicht vor 2 Jahren nicht so geklappt. Da hätte ich mir ganz viele Gedanken gemacht und irgendwelche Pläne aufgeschrieben, das Training irgendwie angepasst, mir wahrscheinlich Laufstrecken am Krankenhaus rausgesucht. Von daher, ich bin absolut gelassen, weil ich weiß, was ich bis jetzt auch getan habe im Training. Das Marathontraining passiert nicht in der Woche vor Marathon, sondern deutlich vorher. Und deswegen also Gelassenheit habe ich gelernt in den letzten 2 Jahren. Okay, gelassen, aber du setzt dich Ziele für das Rennen? Klar, klar. Also wir haben jetzt, die Tempomacher haben eine Vorgabe, 64:15 auf Halbmarathon. Das wäre, wenn man halt das auch nochmal draufläuft, wäre es ja deutscher Rekord wieder, also in dem Bereich. Das möchte ich mir auch offen halten, das gesamte Rennen über. Klar, es wird morgen doch sehr windig. Am Morgen soll hier ein Orkan vorbeiziehen. Klar, in Norddeutschland ist er noch schlimmer. Noch stärker. Wir warten mal ab, wie es hier ist. Ich bin auf alles eingestellt. Ich bin in Hamburg groß geworden, da kennt man Wind. Ja, und von daher, die Tempomacher müssen einen guten Job machen. Ich habe meinen Tempomacher auch getroffen, also den Simon Tesfay, ein Eritreer, der in der Schweiz lebt, einen tollen Schweizer Akzent hat. Ich finde das einfach klasse. Und haben wir auch schon gesprochen, er wird der Boss sein in der Gruppe. Er wird das organisieren, die Tempomacher. Er wird ihnen auch sagen, was sie zu tun haben. Er wird das Tempo hochhalten. Er wird so lang gehen, wie es möglich ist. Am besten halt bis Kilometer 28, 29, weil dann geht es nämlich westwärts mit Rückenwind. Vorher sind halt die Tempomacher extrem wichtig. Das weiß er auch. Und ich freue mich, dass ich halt nicht einen laufenden Meter als Tempomacher habe, sondern schon einer, der, glaube ich, ein Tick größer ist als ich.
Alles scheint sehr gut geplant zu sein und gelassen, aber mit Zielen. Toi, toi, toi für morgen und meine Frankfurt Marathon. Annika, vielen, vielen Dank. Danke.